Wir waren vor kurzem bei unserem Partner Polo Motorrad mit einer frisch herausgeputzten Ural. Janan und ich standen da mit der Karre für den aktuellen Katalog vor der Fotokamera ausnahmsweise. Und wir haben an dem Tag ein Foto auf Facebook gepostet und da kamen wieder so viele Fragen von euch rund um das Thema Ural und Motorradgespann. Ja, und um all diese Fragen mal zu beantworten, haben wir heute für euch ein Ural-Spezial. Und eins sage ich schon mal vorweg, so frisch herausgeputzt, wie sie da stand, ist sie natürlich nicht lange geblieben, denn mit so einer frisch getrockneten Schlammpatina sieht die Maschine doch einfach noch mal direkt eine Ecke verwegener aus. In Folge 7, da haben wir die Ural vorgestellt. In Folge 8 waren wir damit einmal rund um Polen. Wir waren im Enduropark in Bielstein, wir waren in Norwegen, wir waren auf unserer Zeitreise dieses Jahr in Kroatien, Slowenien, Italien, Österreich. Ja, und alle Folgen und alle Videos aus unserem Channel, die gibt es bei uns auch nochmal auf dem YouTube-Kanal in einer extra Ural-Playliste zusammengefasst. Da findet ihr also wirklich alle Videos zu unserem Motorrad, inklusive unserer Werkstatt-Episode mit Pirate Racing. Da war sie nämlich dieses Jahr auf dem Prüfstand. Da gibt es also auch nochmal interessante technische Daten und die gibt es nämlich jetzt erstmal. Fangen wir mit dem Motor an. Also man kann wirklich sagen, Herzstück von der Ural, das ist der 750 Kubik Boxermotor, also Zweizylinder Boxer. Bei uns noch ganz oldschool mit Vergaser, Gemischaufbereitung. Ja, und das Aggregat hier in der Ural, das liefert satte 40 PS. Kommen wir zum Getriebe. Ja, wir haben ganze 4 Gänge für den Spaß im Betrieb nach vorne und einen Gang für den Spaß im Betrieb nach hinten. Also Rückwärtsgang hier in der Ural ist auf jeden Fall sinnvoll bei 350 Kilo, ohne mich. Also gerade beim Rangieren hier auf dem Schotter oder auf unebener Fläche, da wird es ohne Rückwärtsgang doch schon manchmal ziemlich schwierig. Deswegen gut, dass da drin ist. Die Bedienung ist eigentlich auch ganz einfach. Also man muss erstmal in den Leerlauf schalten, dann gibt es unten rechts so einen kleinen Hebel, den drückt man nach unten und zack, dann ist eben der Rückwärtsgang drin. Der Rückwärtsgang wieder rausnehmen, Hebel wieder nach oben, die Maschine ist wieder im Leerlauf, dann kann man den ersten Gang einlegen und wieder vorwärts fahren. Die Schaltung ist ein bisschen anders als beim normalen Motorrad, also da gibt es halt nicht den normalen Schalthebel, das heißt erster Gang runter und dann einfach hochziehen. Nein, das ist eine Schaltwippe, also auch vorne drauf treten, runterschalten und dann hat man aber hinten noch einen Hebel, wo man mit der Hacke drauf treten kann und damit schaltet man dann hoch. Ist eigentlich recht komfortabel mittlerweile und die Umgewöhnung, wenn man jetzt vom Solo-Motorrad auf das Motorrad mit der Schaltwippe steigt, die fällt eigentlich auch nicht schwer. Ja, ein echter Leistungsfresser, dafür aber wartungsarm, ist der Kardanantrieb. Bei unserer Prüfstandsmessung bei Pirate Racing Anfang diesen Jahres haben wir von den 39 oder fast 40 PS Getriebeausgang mit unserem Reifen, dem grobstolligen Heidenau, hinten am Hinterrad nämlich nur noch ungefähr 27 PS übrig gehabt. Wie dem auch sei, also frisst natürlich ein bisschen was, reicht aber für Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h-Marke. Ja, und viele Leute sagen immer, oh, die Ural ist so langsam. Dann sage ich, ja, das stimmt. Fährt 100 auf der Autobahn und im Wald. Bei unserem Modell, der Ural Sportsman hier von 2013, haben wir noch eine weitere Besonderheit. Und das erkennt ihr hinten an dem kleinen Aufkleber auf der auf dem Beiwagen, nämlich 2WD, also Two-Wheel Drive. Wir haben nämlich die Möglichkeit, den Beiwagen bzw. das Beiwagenrad mit dazu zu schalten. Also wenn man sich mal ganz fies festgefahren hat, irgendwo im Schlamm, im Schnee, vielleicht auf einer nassen Wiese, wenn man bergauf fahren will, gibt es hier auch einen kleinen Hebel, mit einer Umlenkung geht das nach hinten und dann wird eben nämlich die zusätzliche Welle aktiviert, die den Beiwagen
Wagen antreibt. Da ist kein Differential dazwischen, also es ist starr. Beide Räder drehen sich wirklich mit der gleichen Geschwindigkeit. Ja, und wenn man das auf einem griffigen Asphalt reinmachen würde, dann wird es euch in der nächsten Kurve einfach nur noch geradeaus wegschieben. Aber so im Gelände eine super Sache. Haben wir jetzt auch kürzlich mal wieder ausprobiert. Und naja, ihr seht ja, normalerweise putzen wir die Motorräder, das haben wir hier nicht gemacht. Das Ding ist eben eine echte Geländesau. Ja, guck mal nach hier vorne und da stellt man fest, das sieht ein bisschen komisch aus. Nicht, weil ich sie nicht geputzt habe, sondern wegen dieser komischen Konstruktion hier. Was ist das? Das ist anders als bei einem normalen Motorrad. Das ist keine Gabel, sondern eine geschobene Schwinge. Warum so eine Konstruktion? Dafür muss man ein bisschen in die Fahrphysik von solchen Gespannen mal eintauchen. Hier muss man nämlich wirklich lenken und auch lenken in die Richtung, wo man hinfahren will. Das heißt, ich möchte links fahren, lenke nach links, möchte nach rechts fahren, lenke auch nach rechts. Das braucht enorm viel Kraft und deswegen halt diese Unterstützung durch diese geschobene Schwinge. Außerdem der Vorteil dabei, dass es eben den Geradeauslauf noch weiter stabilisiert. Also das gewohnte Fahren wie mit einem Solo-Motorrad mit Lenkimpuls, was euch der ADAC beigebracht hat, das könnt ihr auf einem Gespann komplett vergessen. Das funktioniert nämlich komplett anders. Was auch immer viele fragen, gerade hier vorne, ist die Brembo-Bremse. Und die ist wieder erwarten, original von Ural. Es gibt es eben seit ein paar Jahren schon mit Scheibenbremse vorne. Also unser Modell, die 2013er Sportsman, hat eben eine Scheibenbremse. Hinten sind noch zwei Trommeln, hat noch den Vergaser. Die neueren Modelle ab 2014, die kommen mit drei Scheibenbremsen und einer Einspritzerlagerung. Also eine riesengroße Revolution bei Ural. Ja, hinten die Trommelbremsen. Wer ein Motorrad mit Trommelbremsen hat, kennt das. Es ist ein bisschen fummelig, die immer einzustellen. Und da muss man halt auch wirklich öfters mal nachstellen. Und hier haben wir noch die Besonderheit, wir haben halt zwei, eine links, eine rechts. Und da muss man doch schon immer gut gucken, dass sie gut aufeinander abgestimmt sind. Weil sonst bremst das Motorrad entweder, zieht dabei nach links oder nach rechts. Das wollen wir nicht haben. Deswegen ist hier immer ein bisschen Synchronisation und Gefummel angesagt. Ja, zum Thema Reifen und Räder. 19 Zoll Felgen, 19 Zoll Reifen hier drauf, ein grobstolliger von Heidenau. Das ist jetzt kein expliziter Gespannreifen. Das heißt, man könnte ihn auch auf einer normalen alten Enduro zum Beispiel fahren. Da gibt es, glaube ich, einige Freigaben für. Alle drei Räder haben die gleichen Reifengrößen, auch die gleichen Felgengrößen. Hinten die Felgen mit den Trommelbremsen, die kann man untereinander auch austauschen. Und das ist sehr praktisch, weil gerade der Reifen auf dem Antriebsrad, der verschleißt verhältnismäßig schnell im Vergleich zu den anderen. Und den kann man dann einfach nach ein paar tausend Kilometern mal mit dem Reifen vom Beiwagen eben wechseln. Das komplette Rad wird ausgebaut, getauscht und das passt wunderbar zusammen. Wo ich gerade von den Bremsen gesprochen habe, eine Sache ist mir noch eingefallen und das ist der Fußbremshebel. Der sitzt hier unten, wo er natürlich sonst auch immer sitzt, aber hier bei der Ural ist der echt beschissen. Also der ist vom Winkel und vom Abstand zur Fußraste so dermaßen unmöglich angebracht, dass man echt Schwierigkeiten hat, vorne mit der Fußspitze genug Druck aufzubauen, um eben eine entsprechend große Bremswirkung zu erzielen. Gerade ein Problem ist das, wenn man halt etwas steifere Enduro- oder Crossstiefel anhat, dann hat man also wirklich kaum die Möglichkeit, da vernünftig aufs Pedal zu drücken. Anders ist das bei den neueren Modellen eben ab 2014. Da habe ich schon mal auf einer Probe gesessen und das Erste, was mir aufgefallen ist, hey, die haben endlich mal diesen beschissenen Bremshebel verbessert. Ja, ansonsten, wo ich gerade drin sitze, hier der Beiwagen, der bietet Platz für, ich sag mal, mindestens drei Kästen Bier oder ein Beifahrer bis zu, ich sag mal, 1,90 Körpergröße. Die haben hier eigentlich noch relativ bequem drin Platz. Ist auch zusätzlich noch mal gefedert, also recht komfortabel, außer wenn ich damit mal so wirklich heftig durchs Gelände fahre. Außerdem sehr praktisch ist nämlich noch der abschließbare Kofferraum. Da würde auch noch mal ungefähr ein Kasten Bier reinpassen. Also genug Gepäckmitnahmemöglichkeiten schon von Haus aus hier in der Ural. Wer sich halt nicht entscheiden kann, nehme ich noch zwei, drei Unterhosen auf die Reise mehr mit. Kauft euch ein Gespann und diese Sorgen sind alle vergessen. Ja, der Sitz, der sieht nach Folter aus, ist es aber überhaupt nicht oder ist überhaupt kein Folterinstrument. Gerade mit der dazugelieferten Komfortauflage, ja, ein Cordura-Material und dann wirklich nur ein ganz hauchdünner Schaumstoff eingearbeitet. Das Ganze macht den Sitz hier wirklich zum besten Langstreckensitz, den ich je erlebt habe. Zumindest für meinen Hintern passt der wirklich prima. Das Einzige, was euch wirklich am langen Fahren ein bisschen hindert, das ist der Tankinhalt. Ich glaube, etwa 18 Liter passen da rein, inklusive Reserve. Ich habe einen Verbrauch von ca. 8 bis 9 Litern immer im Durchschnitt und ja, das reicht für
etwas über 200 Kilometer gerade mal. Das heißt, öfters mal Tankstopp machen. Wichtig ist dabei eben auch hier 10 Liter Reservekanister. Ja, und beim Verbrauch spielt es gar nicht mal so wirklich eine Rolle, ob ihr jetzt noch jemanden mit drin sitzen habt, ob ihr hier noch Gepäck drin habt. Also bei mir ist da eigentlich kaum ein Unterschied festzustellen, ob ich jetzt alleine fahre oder mit jemandem zusammen. Es ist immer so zwischen 8 und 9 Litern. Natürlich kann man das Ganze noch ein bisschen in die Höhe treiben. Ich glaube, den Maximalwert, den ich mal hatte, waren 12 Liter. Da war aber schon wirklich viel Gas im Gelände mit dabei. Aber ansonsten eben, wie gesagt, eine Reichweite von etwa 200 Kilometer, Verbrauch 8, 9 Liter, Reservekanister dabei und alles ist gut. Ja, Liebe zum Detail, möchte man doch sagen, wenn man so ein Kultmotorrad hier sieht. Das hat wirklich Charme und Charakter irgendwie. Liebe und Liebe zum Detail auch irgendwo deshalb, weil man hier findet man so viele interessante Sachen. Also vorne halt diese massive Brembo-Bremse, die doch die Bremsleistung enorm steigert bei dem Ding. Ich habe irgendwas gehört, Zündung Elektrik von Ducati. Oh, ganz böse. Macht allerdings auch überhaupt keine Probleme bei dem Ding. Das Schärfste, was ich gefunden habe, war ein Gummihalter, ich glaube von der Zündeinheit, der ist von Husqvarna, also wirklich ein Sammelsurium und man möchte meinen vielleicht, dass die Ingenieure bei Ural andere Sachen oder bessere Sachen zu tun haben, als Motorräder zu entwickeln, weil, wenn man sich es mal genau anguckt, irgendwie hat man da so das Gefühl, als würde man hier erst mal gucken, passt es irgendwie dran oder müssen wir was neu entwickeln und man bevorzugt wohl immer die Lösung, es passt noch dran, bauen wir es eben so. Nein, Spaß beiseite, die komplette Verarbeitungsqualität, auch die Qualität vom Motorinnenleben mit den ganzen Lagern, das hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und deutlich gesteigert. Warum? Ja, man sagt zum Beispiel, dass der russische Markt eigentlich komplett tot ist für die Urals. Die fahren jetzt wohl auch lieber irgendwie Japaner oder BMW. Und Ural lebt halt hauptsächlich vom Export, das heißt Europa und Amerika ist ein ziemlich großer Markt. Und da sind dann doch schon andere Qualitätsstandards gefragt, wie zum Beispiel eine Grundierung unterm Lack, entgratete Kanten und. All das gibt es jetzt natürlich bei der Ural. Das heißt, dieses böse Image von wegen unzuverlässig, nicht haltbar und so weiter, das hat die Ural einfach in den letzten Jahren abgelegt. Butter bei die Fische, was war bei uns los? Nach circa anderthalb Jahren und etwas mehr als 14.000 Kilometern, so ein leichter Kolbenfresser. Warum das war, wissen wir immer noch nicht genau. Wir vermuten irgendwo vielleicht mal Falschluft gezogen. Das kann vielleicht mal vorgekommen sein. Aber ansonsten, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, mit vielen Fahrern, mit vielen Schraubern und auch mit vielen Händlern. Das ist ein absoluter Einzelfall. Das passiert in der Regel einfach nicht mehr. Auf Garantie ist Kolben und Zylinder getauscht worden und seitdem überhaupt kein Problem mehr. Jetzt insgesamt haben wir etwas mehr als 20.000 Kilometer mit dem Gespann hier abgespult und wirklich ohne Probleme. Das heißt, die Dinger sind wirklich haltbar. Und ich weiß, einige unter euch, die haben wirklich auch ein ernstes Kaufinteresse. Die wollen sich auch ein Uralgespann zulegen. Und euch würde ich einfach empfehlen, macht nicht den Fehler und sucht euch irgendein Internet-Schnäppchen aus Zeiten vom Kalten Krieg, sondern ja, investiert doch ein bisschen mehr Geld, kauft euch eine neueren Baujahrs, vielleicht so ab 2010, 2011, 2012. Kann ich nur empfehlen, also gebt lieber einen Euro mehr aus in der Anschaffung, kauft euch eine recht junge Maschine mit möglichst wenig Kilometern und dann dürftet ihr eigentlich auch relativ wenig Probleme haben. Wir haben sie jetzt vor knapp 3 Jahren gekauft, Neupreis damals etwas über 13.000 Euro. Die Preise sind natürlich bei Ural in den letzten Jahren enorm gestiegen. Was heißt enorm? Ja, haben sich fast verdoppelt. Aber man sagt auch, früher musste man sich eben 2 kaufen, eine als Ersatzteilspender und eine zum Fahren. Das ist heute einfach nicht mehr so. Und für 13.000 Euro, ich denke mal, wenn man sich ein Gespann bauen lässt, dann gibt man das eben allein für den Umbau aus und muss seine eigene Maschine noch mitbringen. Und hier bekommt man eben das komplette Paket mit dazu. Also, unsere Ural, ich hoffe, wir konnten euch wirklich viele Informationen zu dem Motorrad geben, gerade auch die Leute, die halt ernsthaft daran interessiert sind, sich so eine zuzulegen. In Deutschland gibt es einige Händler, guckt einfach mal im Internet auf der Seite von Ural, die blenden wir hier unten nochmal ein, da gibt es ein Händlerverzeichnis. Macht mal einen Probefahrttermin und lasst euch nicht abschrecken, die Dinger fahren sich einfach komplett anders als ein normales Motorrad, aber machen richtig viel Spaß.